Huch, ist das wirklich Kylie Jenner? Die Unternehmerin präsentiert sich aktuell so natürlich wie noch nie. Keine falschen Wimpern, lange Nägel und kräftiges Make-up. Die 22-Jährige setzt auf den ungeschminkten, puren Look. Das wird besonders in einem neuen Clip im Netz deutlich. Die Kosmetikliebhaberin posiert ganz ohne einen Klecks Schminke und zeigt sogar ihre süßen Sommersprossen. Die Fans sind begeistert von so viel Natürlichkeit. Mehr als 5 Millionen Menschen markieren den Post bereits mit Gefällt mir. Kylie scheint zuletzt tatsächlich Gefallen an dem entspannten Styling zu finden. Immer wieder postet sie Fotos im lässigen Jogginganzug oder kuscheligen Bademantel. Damit ist die Mama der kleinen Stormy aktuell nicht die Einzige. Immer mehr Stars präsentieren sich in der Quarantäne total ungeschminkt, teilweise jedoch nicht ganz freiwillig. So klagt Jelis Kotsch erst kürzlich über ihre Wimpern. Wegen der Kontaktsperre kann die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Lashes nämlich nicht professionell machen lassen. Die Verlängerung fällt also langsam aber sicher aus. Zurück bleiben der Beauty nur ihre kürzeren Naturwimpern. Ihrer Sommerhausfreundin Elena Miras geht es genauso. Die Love Island-Schönheit glänzt normalerweise mit dichter Wimpernpracht. Wie ihre TV-BFF muss sie sich von diesem künstlichen Accessoire jedoch verabschieden. Die Schweizerin kommt damit aber ganz gut klar. So langsam habe ich mich ans Natürliche gewöhnt. Einem ähnlichen Problem steht Sarah Harrison gegenüber. Die schwangere Influencerin liebt ihre langen Gelnägel. Die müssen nun allerdings ab und dem natürlichen Style weichen. Eine, die von den Beauty-Einschränkungen profitiert, ist Daniela Katzenberger. Die Reality-TV-Darstellerin ist eigentlich für ihre lange, blonde Mähne bekannt. Doch dabei handelt es sich nur um Extensions. Unter den Haarteilen sind Danis Naturhaare nur schulterlang. In der Isolation verzichtet die Frau von Lukas Cordalis derzeit immer öfter auf die Verlängerung. Mit einem coolen Ergebnis. Danielas Frise wächst immer besser nach. Wird langsam 9 Monate Zucht, schreibt die 33-Jährige erst kürzlich stolz zu einer Collage. Doch nicht nur die Damenwelt setzt immer mehr auf die ungeschminkte Wahrheit. Auch Chris Töpperwien ist betroffen. Während der Currywurstmann seine Gesichtsbehaarung bis dato stets penibel färbt, trägt er nun einen grauen Stoppelbart. Gegenüber Promiflash erklärt er: Während der Quarantänezeit war es für mich einfach nicht mehr wichtig, wöchentlich meine Haare zu färben oder den Bart hier zu stutzen. Scheint, als würde die vorübergehende Beautypause den Promis tatsächlich ganz gut stehen. Kylies Fans lieben es zumindest, sie ganz ohne die Hülle aus Foundation und Co. zu sehen.